Radio Bamberg TV. Radio Bamberg TV. Aktionen. Idyllischer kann es gar nicht sein. Saunasause 2016, erster Tag. Wir sind in End-Schwabtal. Das ist ganz weit weg von Bamberg. Die Antje Stöckert hat sich beworben für ihren Bruder. Der hat am Wochenende seinen 40. Geburtstag. Und den feiern wir jetzt hier, wie gesagt, in End. Sehr schön. Wird also schwierig für die anderen Bewerber, da noch ranzukommen am Ende. Also 85 Grad hat die Sauna bereits. Der Johannes, der Bambados Saunameister, der kennt sich aus. Die Jungs sind schon umgezogen. Und ich habe gerade eben gehört vom Johannes, Eisminze haben die Herren ausgewählt. Es gibt verschiedene Duftstoffe für die Sauna und das ist es jetzt heute Abend. Also, hier wird jetzt gefeiert, sauniert bis in die Puppen. Wir hauen ja dann irgendwann um 21 Uhr ab ungefähr und dann machen die noch lange, lange weiter und feiern auch ein bisschen den Geburtstag noch nach. Und ja, dann können wir nur sagen, viel Spaß heute Abend. Und er scheint Spaß zu haben. Sven, zweiter Saunaaufguss, den habt ihr hinter euch gebracht jetzt. Also ihr seid zügig. Wie war es bisher? Ja, war super. Die Alpenkräuter waren gut und er hat sehr heiß gemacht, sehr gut gemacht. Es gibt nichts Besseres nach dem langen Wochenende, das wir hinter uns haben. Bei euch ist, wer friert jetzt mehr, du oder ich? Ich glaube du. Ja, ihr habt hier ein paar Grad weniger auf dem Land. Auf jeden Fall, ja. Und es geht hier leicht den Berg hoch, ja. Richtung Fränkische. Und da merkt man jeden Meter, das ist einfach so. Wie lange geht's noch heute? Ja, zwei Aufgüsse auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie fit wir noch sind. Getränke sind ja genug da. Genau, wir können noch ein wenig aushalten. Wir haben ja morgen frei oder Spätschicht oder können später anfangen von daher. Okay. Also, wenn wir das noch ein wenig ausnutzen. Wir sagen danke. Wir sagen danke an Radio Bamberg und die Stadtwerke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das wird gut. Ciao, tschüss. Radio Bamberg TV. Radio Bamberg TV. Für mehr regionale Informationen.